Niemals ist das hier Serie, Alter. Was ist das denn? Jetzt kommt's, Freunde, jetzt kommt's. Sieht das winzig aus auf der Kamera. Aber es ist auch kein großes Auto. So Leute, ich habe mir ein neues Sommerauto gekauft und zwar mein allererstes Cabrio. Das Ganze ist ein MX-5 oder auch Miata genannt, je nachdem wo das Ganze hergestellt wurde. Jeder kennt ihn, glaube ich. Absolutes, klassisches, kultiges Auto. Und ja, ich habe mir jetzt so einen gekauft, einfach aus dem Grund, dass immer wenn ich so einen im Straßenverkehr gesehen habe, musste ich lächeln und dachte mir, Mann, ist das ein witziges Auto. Deswegen habe ich mir jetzt selber einen gekauft. Damit ich jeden Tag lächeln kann und mir jeden Tag denken kann, Mann, ist das ein witziges Auto. Und ja, in diesem Video werde ich eigentlich gar nicht großartig viel machen, außer dass ich einmal mir den Wagen genau angucken werde. Denn von unten habe ich den auf jeden Fall noch gar nicht gesehen. Also auf der Hebebühne oder so hatte ich den noch gar nicht. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Die Autos sind ja mittlerweile wirklich in die Jahre gekommen. Das ist jetzt ein Baujahr 1996. Also ich versuche da jetzt kein großes Projekt oder so draus zu machen, sondern ich werde den jetzt einmal ein bisschen frisch machen. Vielleicht hier und da, wenn er ein bisschen am Rosten ist, das noch machen. Und dann möchte ich eigentlich ganz entspannt schön durch den Sommer einfach mit dem Wagen durchfahren. So sieht's aus. Ich habe den Wagen mir von unten jetzt mal genauer angeguckt. Das Ganze sieht gar nicht so schlimm aus. Also wenn man überlegt, dass das Fahrzeug knapp 30 Jahre bald alt ist, dann denke ich, ist das alles noch vollkommen im Rahmen. Der Rahmen ist allerdings ein bisschen angerostet, allerdings nur oberflächlich und auch nur von außen. Also ich denke, es kommt einfach daher, dass das Fahrzeug bestimmt mal ein bisschen tiefer noch gefahren wurde. Weil beim Cut und so, da sieht man auch, dass der Wagen ein paar Mal aufgesetzt hat. Ich denke, da wird dann auch einfach der Träger ein bisschen aufgesetzt haben. Hat dann von außen ein bisschen angefangen zu rosten, aber alles nur oberflächlich. Ich bin auch mal mit so einer Stabkamera in die Träger reingegangen, um mir die von innen mal anzusehen. Und innen sehen die wirklich noch sehr gut aus. Also ich denke, das sollte auf jeden Fall erledigt sein, wenn ich das einfach von außen so ein bisschen abschleife, dann neu versiegel. Hier und da ist das Getriebe, denke ich, so ein bisschen ölfeucht, aber alles auch noch vollkommen im Rahmen. Also wo mal hoch wird, wird natürlich auch geschwitzt. Von daher ist das wirklich in Ordnung. Als nächstes werde ich jetzt mal eben die Räder abnehmen, die ganzen Radhausschalen, die ganzen Verkleidungen und sowas abbauen, um mal zu gucken, wie der Wagen darunter aussieht. Die Radhausschalen sind schon wieder drin, da gab es zum Glück keine böse Überraschungen für mich und auch den Rost am Träger habe ich schon behandelt und versiegelt. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon das Kennzeichen vorne montiert und das hintere werde ich jetzt als nächstes machen. Das wird allerdings ein bisschen mehr Arbeit werden, einfach weil da noch jede Menge Löcher von den alten Kennzeichen sind. Da habe ich mir überlegt, welche Löcher jetzt einfach mit so einem Kleber hier zumachen und werde das Ganze dann einfach mit ein bisschen Lack anpinseln. Falls ihr da aber eine bessere Lösung kennt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Klar, man könnte jetzt natürlich die ganze Blende abmontieren, das Ganze richtig schön spachteln und wieder komplett lackieren, aber
Das würde mir jetzt dann doch ein bisschen zu lange dauern. I never switch on the tribe, I keep it all the way real. I'm in control of my feels. You see my highlights and study my real. Yeah. I'm showing more love this year. Running more place, finna scale up my business this year. The world in my palm, I'm a star. I deliver my cadence, I'm serving up chills to my peers. Bringing the bread for the fam. Everything good on the side. Everything coming together. New whip, no lease, no key. They heat it. California on the plate. I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking. She want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes. Hate me or love me, you see me. Flex, yes. I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death. Get to the checks. Flex, yes. Got nothing to lose, it's on the brood. Come from the trench. Cuban links on my neck. Changing, freeze. Smoking on dope, that diesel. Freeze. Running till I miss my season. Lay back. Mit den Löchern im Heck ist das Ganze natürlich jetzt nicht optimal gelöst. Also man sieht natürlich noch, dass da mal Löcher drin waren. War mir auch von Anfang an bewusst, aber ich finde für den zeitlichen Aufwand und generell halt den Aufwand, sieht das Ganze wirklich tausendmal besser aus wie vorher. Als nächstes werde ich jetzt noch einen Ölfilterwechsel machen. Als nächstes werde ich jetzt noch einen Ölwechsel machen, den Luftfilter wechseln und den Innenraum so ein bisschen sauber machen. Und dann geht es auch schon mit dem Mazda das erste Mal auf die Straße. Ich bin gestern eine richtig schöne große Runde mit dem Wagen gefahren und war auch direkt natürlich mal Auto waschen. Leider regnet es heute und von daher war das Ganze eigentlich für die Katz gewesen. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen, die nicht funktioniert. Und zwar funktionieren beide elektrische Spiegel nicht. Der linke, der fährt irgendwie in eine Richtung, aber fährt dann auch nicht mehr zurück. Und der rechte, der macht halt einfach gar nichts mehr. Darum werde ich mich jetzt also als nächstes kümmern und werde das Ganze erstmal durchmessen. Mir ist jetzt gerade noch was Witziges aufgefallen, und zwar fährt der rechte Spiegel auch, aber beide fahren nur, wenn der Schalter nach links gedrückt wird. Alle anderen Richtungen funktionieren nicht, und das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das am Schalter liegt. Niemals ist das hier Serie, Alter. Was ist das denn? Also das kann mir keiner erzählen, dass das hier Serie ist. Blessings falling on me. I got weapons, need no armor. That like Tetris, you don't know me. That my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, you would have thought I was like a spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles. Coast, no, they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Left hand, right hand. Catch the latest trend, I might double up my network.
die ihr gesehen habt, funktionieren die Spiegel jetzt. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht genau, woran das Ganze gelegen hat. Ich habe halt die Kontakte einmal ein bisschen wieder blank gemacht und habe dann einfach mal so ein bisschen mit den Steckern da versucht, das Ganze umzustecken. Ich glaube allerdings nicht, dass das Ganze irgendwie so richtig Serie ist, weil diese ganzen Stecker da und so, das habt ihr ja selber gesehen, da hat auf jeden Fall schon mal irgendwer dran rumgebastelt. Jetzt klappt es trotzdem. Der einzige Fehler, der jetzt noch drin ist, ist mir gerade erst aufgefallen, wo ich alles wieder feste verbaut habe. Und zwar ist das Ganze jetzt seitenverkehrt. Also wenn er auf links steht, wird der rechte Spiegel gesteuert. Und wenn es auf rechts steht, wird der linke Spiegel gesteuert. Das stört mich jetzt aber nicht so sehr, weil wenn man das einmal weiß, dann kann man halt auch damit umgehen. So lasse ich das. Der Mazda ist jetzt also fertig für die Straße und ich hoffe, dass es so schnell auch kein Video mehr zu dem Auto geben wird. Weil das würde heißen, dass er einfach ohne Probleme fährt und das macht, was er soll. Das ist ein nice Auto. Und mit diesen Worten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und liebe Grüße. Läuft.